geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 9:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104. Ich bin ja noch gar nicht auf Seite 104. Bin nur schon so neugierig. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Heinz Erhardt, ein Fischermann. Karin Dohr, meine künftigen Kollegin. Diese vielen Namen. Aber vielleicht ist einer der Täter. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat den Krimi und die Interpol. Und ich den Alkohol. Ja, that's right. Mimi hat den Krimi und die Interpol. Und ich den Alkohol. Prost! Aha, jetzt wird's spannend. Habt ihr Ingenieur Lutz gesehen? Ja, dort drüben. Herr Ingenieur, Telefon, Herr Ingenieur, bitte dringend. Telefon, Herr Ingenieur. Ich kann Sie nicht verstehen. Telefon, Herr Ingenieur, schreien Sie dringend. Doch nicht so, ich bin doch nicht taub. Bitte. Ja, ich warte immer noch auf Herrn Lutz. Seit wie vielen Jahren schon? Seit 2 Jahren. Ich meine jetzt seit 2 Minuten. Seit 2 Jahren? Immer ein und derselbe Mann? Ja, ich warte. Worauf? Dass er dich heiratet? Ja. Entschuldige, was meinst du? Ich bewundere dich. In 2 Jahren immer ein und derselbe Mann. Ich hätte so oft mit ihm gestritten. Glaubst du, wir streiten nie? Okay. Aber er kriegt mich immer wieder herum. So. Weißt du, er hat so eine bezaubernde Art zu sagen. Santa Barbara. Ja? Hallo, Michael. Na, endlich. Sag mal, warum bist du denn immer noch im Betrieb? Es ist wieder mal was dazwischen gekommen. Zuerst ein Rohrbruch, dann ein Pumpendefekt. Stell dir vor, nachts um 3 Uhr haben die mich aus dem Bett geholt. Na klar bleibt's dabei. Wir fahren heute. Ah, ich schätze so gegen 6 Uhr. So eine komische Frage. Natürlich freue ich mich auf unsere Insel. Nur auf die Insel? Nein, nicht nur. Auch aufs Angeln. Oh, diese ewige Anglerei. Das wirst du mir büßen, du Schuft. Gerne, gerne. In der Badehose und barfuß. Und bei Wasser und Brot. Und bei einem wunderbaren Bratfisch mit herrlichen Eiernudeln. Apropos Bratfisch, hast du die Angelsachen in Paris besorgt? Oder solltest du das etwa vergessen haben? Aber wie könnte ich, Michael? Sogar den Blinker für den Branzino habe ich. Ja, ja, das verchromte Modell. Gut, also um 6 holst du mich ab. Hm? Tschüss. Einen Branzino fährt er? Was ist das für ein Wagen? Ein Branzino ist kein Auto, sondern ein Fisch. Ein Fisch? Wozu braucht er dann einen Blinker? Damit er weiß, wo er anweisen muss. Oh, Branzino. Wenn der wüsste, wie ungern ich Fisch esse, dann würde er sich erst gar nicht fangen lassen. Na hör mal, Angeln magst du nicht. Fische kannst du nicht leiden. Wozu fährst du dann überhaupt auf diese Insel? Meine liebe Edith, diese Ferienreise hat ein ganz anderes Ziel als diese Fischerinsel im Mittelmeer. Und zwar, entweder ich komme als Frau Lutz zurück oder total allein. Also ich halte dir beide Daumen. Für welches zurückkommen? Welches ist dir denn lieber? Scheusal. Du weißt doch ganz genau, wie gern ich ihn habe. Oh Gott, jetzt habe ich glücklich vergessen, was ich alles besorgen muss. Reden Sie ruhig weiter, Schöller. Ich bin ganz Ohr. Wir müssen mit unseren Kaisererzeugnissen dem Konsumenten ein völlig neues Essgefühl geben. Essgefühl? Appetit sollen die Leute kriegen. Den kriegen Sie schon, Herr Konsul. Es kommt auf die Werbung an. Sehen Sie zum Beispiel hier. Isst du einfach, isst du festlich. Kaisers Nudeln sind stets köstlich. Was meinen Sie dazu, Herr Konsul? Ich meine, Sie sollten sich mal was Neues einfallen lassen. Das sind ja immer die gleichen Sprüche. Es sind ja auch immer die gleichen Nudeln. Oh, Herr Doktor,
Guten Morgen, Herr Konsul. Guten Morgen, Herr Doktor. Wir sprechen uns später, wenn ich vom Urlaub zurückkomme. Bitte, Herr Konsul. Bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie alles? Ja, Herr Konsul. Fahrkarte in der Tasche, Hotelzimmer reserviert, nur... Ich weiß ja, ob Nizza der geeignete Ort sein wird, Nizza. Twist Madison. Ich glaube nicht, dass ich dort Gelegenheit haben werde, mich Fräulein Marion zu nähern. Aber ich verstehe Sie nicht, Herr Doktor. Für meinen Betrieb sitzt er der beste Syndikus, den man sich wünschen kann. Und privat können Sie sich bis drei zählen. Als ich so jung war wie Sie, habe ich schon viel weiter gezählt. Ist ihm alles gegen mich, alles. Wenn wir auf einer Party sind, hat sie 30 Verehrer um sich. Wenn wir in eine Bar gehen, tanzt sie mit jedem, nur nicht mit mir. Aber Sie sind doch selber schuld. Ich habe Sie in mein Haus eingeladen. Sie waren mit meiner Tochter allein und Sie haben trotzdem nicht mit ihr gesprochen. Naja, es wird doch diesmal nicht klappen. Es muss aber klappen! Es muss aber klappen. Überlassen Sie es nur mir. Und merken Sie sich das eine. Sie dürfen nicht wissen, dass wir in Nizza sind. Sie tauchen ganz zufällig auf. Meine Tochter. Hallo, Fatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Doktor. Langweilen Sie Papa schon wieder mit Ihren Geschäften? Ich gehe schon, Gnesfrau, ich gehe schon. Wieder schon, Herr Konsul, schönen Urlaub. Auf Wiedersehen, in 4 Wochen. Wieder schon, Gnesfrau. Auf Wiedersehen, Doktor. So, und jetzt ist Schluss. Was soll das heißen? Dass dir Professor Hofbauer dringend Erholung verordnet hat. Ja. Und dass ich jetzt für diese Erholung sorgen werde. Komm, wir fahren einkaufen. Einkaufen was? Eine Campingausrüstung. Wozu brauche ich in Nizza eine Campingausrüstung? Papa, wir fahren nicht nach Nizza. Ich habe alles umgestoßen. Umgestoßen? Warum? Weil du Erholung brauchst. Einsamkeit, Ruhe. Das Hotelleben ist nichts für dich. Ja, soll ich vielleicht im Freien schlafen? Du wirst sehen, Papa. Es wird dir bestimmt gefallen. Ich habe schon alles mit dem Reisebüro besprochen. Wir werden auf einer einsamen Insel leben. Isola Piccola heißt die, wie Robinson. Ich habe schon alles bestellt. Fruchtsäfte, Konserven. Konserven? Wenn ich mich erholen will, dann will ich auch was Schnuddeliges essen, wenn ich mir hier schon alles abgehen lasse. Och, tut mir leid, Papa, aber es ist schon zu spät. Ich habe die Hotelzimmer schon abbestellt. Komm, mach dich fertig. Ich warte unten auf dich. Bis gleich. Tschüss. Isola Piccola. Herr Doktor, Marschroute abgeblasen. Kommen Sie sofort rüber. Wir müssen einen neuen Schlachtplan entwerfen. Wir fahren auf eine Insel. Paradiesisch hier. Was? Dein Teller. Du bist die beste Hausfrau der Welt. Nur Hüttenfrau, beziehungsweise Inselfrau. Man könnte aber auch sagen Ferienfrau. Ja, du isst ja gar nichts. Nein, danke. Mein Jahresbedarf an Fisch ist in den letzten Tagen gedeckt. Branzino Blau, Branzino gegrillt, mit Eiernudeln, Buttersoße, Senfsoße, mit und ohne Soße. Herrlich, herrlich. Vielleicht, wenn du mal einen oder zwei Tage nicht angeln würdest. Nicht angeln? Deswegen sind wir doch gekommen. Natürlich, aber vielleicht würdest du dann bemerken, dass du nicht nur mit einer Hausfrau hier bist, sondern auch mit einer Frau. So habe ich das nicht gemeint. Aber ich, Sancta Barbara. So, alles wieder in Ordnung? Nein. Was ist denn jetzt noch los? Erstens bist du unrasiert und zweitens schmeckst du nach Fisch. Mahlzeit. Wo gehst du hin? Angeln. Mit dir möcht ich am Sonntag angeln gehen. Mit dir, da denk ich mir das wunderschön. Ganz allein in einem Kahn dann drin und die Beine hängen ins Wasser hin. Mit dir möcht ich am Sonntag angeln gehen. Mit dir, da denk ich mir das wunderschön. Und scheint nachher der Mond, da merkst du, dass es lohnt. Mit dir, da möcht ich angeln gehen. Warum drehst du dich denn dauernd um, Papa? Suchst du etwas? Nee, nee, ich guck nur nach dem Gepäck. Na, Papa? Habe ich dir zu viel versprochen? Ist es nicht herrlich hier? Also, was suchst du schon wieder, Nein, Papa? Ich bin nur ein bisschen nervös. Da siehst du, wie dringend nötig du die Entspannung hast. Schau, eine von den Inseln da drüben muss es sein. Schrecklich nur Wasser drumherum. Hier ist doch auch Natur. Muss es unbedingt eine Insel sein? Ja. Oh. Grand Hotel Bella Vista. 500 Zimmer mit Bad und allem Komfort.
Marion, herrlicher Blick aufs Meer. Exzellente Küche soll das heißen. American Bar, Bob Stewart and his Band. Marion, wollen wir nicht lieber hier bleiben? Es ist doch viel schöner, von hier einen herrlichen Blick aufs Meer zu haben, als von der Insel einen Blick auf die exzellente Küche. Kommt nicht in Frage, Papa. Das kenne ich. 5000 Kalorien täglich, dazu die Drinks an der Bar. Und am Ende vom Urlaub hast du noch einen Leberschaden. Nein. Marion, exzellente Küche. Hey, Sie da! Können Sie unser Gepäck mit diesem Motorboot auf die Isola Piccola bringen? Sie, si, Signorina. Aber das Boot gehört nicht mir. Es gehört meiner Schwester Gina, der Frau des Polizeichefs. So? Arriva la banda, arriva la banda! Ah, mamma mia! Saufen, saufen, saufen und immer wieder saufen. Und so etwas nennt sich Kommandantore der Polizia. Und draußen steht eine Partei und will eine Anzeige machen. Ja. Komm schon. Nein, Schatz, ich mach das schon für dich. Buongiorno. Ich möchte den Polizeikommandanten sprechen. Das ist nicht möglich. Der hat eine dringende amtliche Sache zu erledigen. Ich bin seine Vertreterin. Sie wünschen? Ich bin bestohlen worden. Man hat mir meine Brieftasche geraubt. Wer? Das weiß ich nicht. Und wo? Ja, vermutlich am Hafen. Mhm. Sie heißen? Gerd Springer. Und Sie wollen? Hotel Bella Vista. Es ist gut, Sie können gehen. Ja, Moment. Sie haben noch gar keine Beschreibung von meiner Brieftasche. Das ist nicht nötig. Die Polizei wird den Fall untersuchen. Buongiorno. Buongiorno. Schon wieder ein Diebstahl an einen Tourist. Eine Brieftasche. Gestern war es ein Armband, vorgestern war es eine Halskette, vorgestern wurde ein Amerikaner von zwei Mann überfallen und beraubt. Davon haben wir einen. Ja, den überfallenen Testone. Und wann passiert immer alles, während du hier sitzt und bist betrunken? Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ich kann mir das sehr gut erklären. Ein betrunkener Kommandantore flößt eben keinen Respekt ein. Die Diebe haben freie Hand und du hast nichts zu tun, als zu verduschen, damit du nicht selber einmal angezeigt wirst. Ich habe nicht gestohlen. Ich kann wieder was, ja? Ich werde alles erzählen, was du vorgestern gemacht hast. Geh, Cosace! Oh, maledetto! Sie hat mir ein Halstuch gestohlen. Es ist nicht wahr! Silenzio! Erzähl weiter. Heute ist sie wiedergekommen. Aber ich habe aufgepasst. Bevor sie noch etwas stehlen konnte, habe ich sie gepackt und hierher gebracht. Und wo ist der Beweis, dass sie gestohlen hat? Mama mia! Ich habe es selbst gesehen. Das genügt nicht, wenn kein amtlicher Organ dabei war. Aber Gina, ich kann doch nicht warten, bis sie vor einem Polizisten stiehlt. Es tut mir leid. Aber so verlangt es der Gesetz. Du bist frei. Danke, Gina. Muss ich das Tuch jetzt zurückgeben oder darf ich es behalten? Okay, die possono. Anselmo, bring sie zu ihrem Vater. So ist ich recht, Gina. So ich ist habe recht. Nicht gestohlen. Lüg mich. Oh, recht so. Buongiorno, Signora. Kaiser ist mein Name. Kaisers Eiernudeln. Sie haben schon im Rundfunk von mir gehört, nicht? Ob mit Butter oder Schmalz, ob mit Zucker oder Salz, ob im Norden, Osten, Westen, Kaisers Nudeln sind die besten. Der Herr wollte eigentlich... Ja, ich wollte eigentlich ein Motorboot mieten, damit dieser blonde Jüngling unsere Klamotten auf die Isla Piccola hinüberschifft. Bono, nimm eines der Boote. Ja, noch etwas da. Da ist doch so ein rotes Boot, habe ich da gesehen. Vielleicht kann man das privat mieten, so. 3.000. Ja, habe ich da. Oh, Entschuldigung. Guten Tag. Oh, wir kennen uns ja. Luigi! Den Schlüssel hast du, sie. Ja. Was soll ich alles hinüberbringen? Ja, alles, was drauf ist, die ganze Campingausrüstung. Wir haben zwei Zelte, einige Stühle, Tische, Radio, Waschmaschine, Kühlschrank. Alles, was man so braucht, nicht? Was man so braucht, eh? Luigi, pass gut auf, eh? Si, si. Ja, vielen Dank, die Frau. Vielen Dank. Divederci. Oh. Marion, hör mal, die Hupe kommt mir so bekannt vor. Das kann doch nicht, das wird doch nicht. Natürlich, er ist es, unser Freund Dr. Steffen. Hallo!
Hallo! Hallo, Herr Konsul. Guten Tag. Guten Tag, Nils Fräulein. Freue mich sehr. Was machen Sie denn hier? Welche Überraschung? Das können wir eher Sie fragen. Wir verbringen unsere Ferien hier. Ja, ich auch, ich auch. Ich bin auf der Isola Piccola. Auf unserer Insel, Marion, hast du gehört? Ich habe nie geglaubt, dass Sie so ein Naturliebhaber sind. Ja, ich auch nicht. Ich meine, ich habe natürlich nicht geglaubt, dass Sie eine solche Naturliebhaberin wären. Nein, der schwärmt für Natur. Die Stadt ist für ihn ein Zwang. Im Winter würde der im Zelt wohnen, wenn sie so kalt wäre. Aber im Sommer erst, nicht? Da sitzt er auf der Insel und fischt. Was? Fische? Ach, haben Sie auch schon einmal einen gefangen? Ja, ja, ich habe mal einen gefangen, der war so groß. So, wie bescheiden der ist. So groß war der Fisch. Ja, ja, so groß. Ich habe sogar ein Foto davon gemacht. Das Foto allein hat 8 Kilo gewogen. Aha. Ja. Nein, nein, Kamerad, du bist noch nicht dran. Du musst noch ein bisschen wachsen. So. Siehst du ein, dass du dich vorher unmöglich benommen hast? Nein. Warum flüstern wir eigentlich? Psst, wegen der Fische. Das wird aber anstrengend werden. Warum? Weil ich mit dir reden möchte. Aber doch nicht beim Fischen. Aber hör doch auf damit. Jetzt hat einer angebissen. Jetzt hat einer angebissen. Jetzt habe ich ihn. Ach, einfach fantastisch. Es werden herrliche Tage, Papa. Ist dir nicht gut? Ich weiß nicht mehr, so komisch. Aber die See ist doch ganz ruhig. Ja, die See schon, aber mein Magen nicht. In meinem Inneren, da geht es auf und ab, als ob ich einen Fahrstuhl verschluckt hätte. Was hast du gegessen? Fast gar nichts, du warst ja dabei. Und als ich nicht mehr dabei war? Ach, hör schon auf. Na, wie fühlen Sie sich, Herr Doktor? Ja, wenn Sie mich fragen, Herr Konsul, auch etwas eigenartig. Sie sind doch so ein Naturmensch. Ja, stimmt fest, dann auf dem Wasser weniger, wir sind auf dem Wasser da. Jammere nicht, Papa, du bist selbst daran schuld. Schimpfen, ich gebe mir lieber meine Pillen. Eine oder zwei? Alle, alle. Geschieht dir ganz recht. Wer nicht hören will, muss fühlen. Bist du wahnsinnig geworden? Hast du also doch bemerkt, dass ich noch da bin? Ja, leider. Ach so, das klärt allerdings die Lage. Aber begreif doch, da unten liegt so ein großer Bursche auf der Lauer. Natürlich, ein Branzino. Na und? Nicht so laut, beim Fischen darf man doch nicht reden. Ah, es geht nichts über einen festen Boden und an Füßen. Hoppla, oh, wir hätten wirklich nichts Schöneres finden können. Diese Stille hier. Hört mal, psst. Man hört nichts. Nur das Sumsen der Mücken. Wo sollen die Sachen hin? Ach, legen Sie es dahin. Ich werde mich inzwischen um einen Platz für die Zelte kümmern. Soll ich Sie nicht begleiten? Sie könnten unterwegs auf eine Schlange treffen, nein? Danke, Doktor. Ich habe keine Angst vor Schlangen. Bitte. Bringen Sie die Zelte nach, ja? Wie Sie meinen. Was habe ich Ihnen gesagt? Es klappt hier wieder nicht. Na, hören Sie mal, Sie kleiner Ungestüm. Soll sie Ihnen gleich in der ersten Minute um den Hals fallen, was? Ja. Passen Sie mal auf, was ich Ihnen sage. Hier auf dieser Insel wird sie froh sein, wenn sie überhaupt einen Mann nur sieht. Woher wollen Sie denn wissen, dass ich ein Mann für Sie bin? Nur wenn kein anderer da ist. Barbara! Barbara! Ein Hai! Ein Katzenhai! Barbara! Barbara, mit dem musst du mich fotografieren. Dieser Bursche hat gut und gerne seine 8 Pfund. Was soll das heißen? Ich möchte dich in Zukunft nicht mehr beim Angeln stören. Du bist zu lange in der Sonne gelegen heute. Ja, und deshalb will ich den Rest meiner Ferien im Schatten verbringen. Würdest du bitte das Schlauchboot fertig machen und mich an die Küste bringen? Ich denke gar nicht daran. Was ist denn eigentlich los, Barbara? Ich wollte bloß endlich einmal mit dir reden. Ja, natürlich. Reden wir, reden wir. Worüber eigentlich? Über uns beide. Über uns beide? Ist doch alles in bester Ordnung. Ich liebe dich, du liebst mich. Wir treffen uns, wann immer es geht. Wir genießen unsere Ferien miteinander. Genießen ist gut. Miteinander noch besser. Du bist heute so eigenartig. Was fehlt dir denn? Das kann ich dir ganz genau sagen. Nichts als eine einfache Frage von dir. Also gut, dann frage ich dich. Was soll ich dich fragen? Ob ich deine Frau werden will. Ach so. Zum vierten Mal ist es wirklich zum Verzweifeln. Also,
Ach, ich verstehe Sie nicht. Sie leben doch jeden Sommer im Zelt. Sie müssen doch wissen, wie man sowas aufstellt. Na ja, vorher war es ja eine andere Type. Bitte, ich versuch's noch mal. Ja? Also, wir haben ja für alles eine Gebrauchsanweisung mit... Papa? Papa? Also, das ist doch die Höhe. Oh, nein, Papa, wir quälen uns hier ab und du spielst mit dem Radio. Ich suche einen Börsenbericht. Ach. Schließlich war es ja nicht meine Idee, auf diese alberne Insel hier zu kommen, ne? Aua! Seit einer Stunde sitze ich hier als Frischfutter für Mücken. Fräulein Marion, das Zelt ist aufgestellt. Ach, bravo, Doktorchen. Das haben Sie prima gemacht. Dafür dürfen Sie es auch als Erster betreten. Kommen Sie, zeigen Sie Papa, wie bequem man in einem solchen Zelt liegen kann. Ja, sofort, volle Marion, sofort. Ich muss nur noch das kleine Deckchen hier hinlegen. So. Wie liegen Sie? Es liegt sich wunderbar. Ich könnte mir gar nicht alles... Ja, es geht nicht über die Natur, was? Ja. Aua, hey, jetzt habe ich wieder eine Biene mit einem Malzbonbon verwechselt. Ich habe ja gewusst, dass es sinnlos ist, mit dir darüber zu reden. Ich begreife nicht, wie sich ein so hübsches Mädchen noch dazu in deinem Alter Sorgen um die Zukunft machen kann. Ich mache sie mir eben und jetzt fahren wir bitte. Ich denke gar nicht daran. So, und jetzt vergessen wir dieses Sonnenstich-Zwischenspiel. Gut, ich werde nicht mehr so viel angeln gehen. Das allein ist es ja gar nicht, Michael. Arme, kleine, verrückte Santa Barbara. Es hat sich ausgesagt, Santa Barbara, ich fahre ab. Möglich, möglich, aber nicht mit meinem Boot. Du wirst so lange hier bleiben, bis du reumütig an diese Türe klopfen wirst. Das wirst du allerdings nie erleben. Na gut, das wollen wir drauf ankommen lassen. Bevor du verhungert bist, wirst du... Oh, wir werden erst sehen, wer hier zuerst verhungert. Oh, Michael, lass mich aus. Michael, du tust mir weh. Michael, lass mich los. Au, au, du, was ist denn da los? Räuber. Vielleicht Piraten? Ach, Quatsch. Aber da schreit doch jemand um Hilfe. Das fängt ja gut an. Vielleicht sehen die Herren mal nach, was los ist. Ja, ich finde auch, einer von uns, das wäre menschlich. Einer von uns beiden Männern muss zur Hilfe eilen. Und zwar bleibe ich hier. Sie gehen. Ja, ich? Natürlich. Na ja. Und du, Papa? Ich decke den Rückzug. Aha. Hilfe! Oh, Hilfe! Hier werde ich helfen, zu beißen. Oh, oh. Oh, Entschuldigung. Oh. Lassen Sie die Dame in Ruhe. Ich rufe die Polizei. Das dürfte ziemlich schwierig sein hier auf der Insel. Was geht das Sie überhaupt an? Was suchen Sie ja eigentlich? Ja, das fragen wir Sie. Ganz richtig, das fragen wir Sie. Sie? Ich höre wohl nicht recht. Sie hören ganz gut. Die Dame wünscht von Ihnen, nicht weiter belästigt zu werden. Belästigt? Wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, sich hier so unverschämt aufzuführen? Ich, mein Herr, nehmen Sie das gefälligst zur Kenntnis. So, jetzt wird's mir aber zu bunt. Das ist ja die reinste Invasion. Solche Figuren haben mir gerade noch gefehlt. Figuren? Ich verbitte mir solches, ja? Bei mir kann von einer Figur keine Rede sein. Wir danken jedenfalls für die freundliche Begrüßung. Bitte sehr. Und jetzt passen Sie mal auf. Das hier ist meine Insel. Also verschwinden Sie. Na, hören Sie mal. Haben Sie sie vielleicht gepachtet? Was heißt hier Ihre Insel? Hier kann herkommen, wer will, und angeln, wer will. Und zelten, wer will. Auch wenn er keine Lust hat. Jawohl. Jawohl. Dann wünsche ich den Herrschaften viel Vergnügen. Ja, ja. Tag, der Herr. Kennen Sie überhaupt diesen Menschen? Oh, ich habe ihn vorhin erst kennengelernt und da wurde er frech. Dann wirst du mich jetzt kennenlernen, mein Herz. Guten Tag, die Herrschaften. Haben Sie keine Angst, ich stehe Ihnen bei. Die Dame steht unter unserem Schutz, Sie! Oh, dieser Schuft, jetzt hat er das Boot unbrauchbar gemacht. Ist das Ihr Boot? Oh, ich bin damit gekommen. Dann kommen Sie ja gar nicht zurück jetzt. Ich fürchte, nein. Sagen Sie, können Sie vielleicht ein Zelt aufbauen? Ja, warum? Ja, da wäre es ja gar kein Problem. Sie helfen das Zelt aufbauen und bleiben dann die Nacht hier. Ach, ja. Sie haben Zelte dabei? Ja, jede Menge. Gestatten Sie übrigens, Kaiser. Kaisers Eiernudeln. Hast du Hunger, sei nicht dämlich, kauf dir Kaisers Nudeln nämlich. Das ist meine Tochter Marion. Tag, Barbara Holstein. Hallo, Steffen. Tag. Nicht so schnell. So. Oh, wie gut Sie das können. Das war gar nicht so schwer. Im nächsten Jahr können Sie das auch. Hm? Sagen Sie, ist die Insel nicht ein herrlicher Platz für Naturliebhaber wie Sie? Na, wenn ich ehrlich sein soll, der schönste Platz für mich ist der Platz an meinem Schreibtisch. Wandern, Zelte bauen oder gar angeln, na, das wäre nichts für mich, wenn ich schon Angler sehe. Also du beleidigst Steffen, Papa. Du hast doch selbst gesagt, dass er ein leidenschaftlicher Angler ist. Na ja, der darf. So, ja. Das Zelt ist fertig. Hm. Oh, wunderbar. Aua. Das zweite Zelt kommt darüber. Ich mache uns nur schnell Tee. Das ist wirklich eine großartige Idee. Tee ist nämlich um diese Jahreszeit. Komm gleich wieder. Bitte. Ja. Tee ist nämlich um diese Jahreszeit wirklich das Beste. Kümmere mich mal hier um diesen Kocher. Weiß jemand, wie man die Flasche, wie man das anschließt? Lassen Sie mich mal sehen. Ja, bitte. Ach, so was leer. Was ist so was leer? Dabei habe ich dem Verkäufer extra gesagt, ein Wasserbehälter komplett.
Wasser haben wir ja genug, nicht? Leider. Ach, du wirst dich schon dran gewöhnen. Nie, Papa. Nie! Ja, was machen wir jetzt? Geben Sie her, da drüben ist eine Quelle. Soll ich Sie nicht lieber begleiten, wenn Sie gestatten? Versuchen Sie lieber inzwischen das zweite Zelt aufzustellen. Ja, und was ist, wenn der Kerl kommt? Der kommt nicht wieder. Na, der ist mir nicht ganz geheuer. Na, hast du dir es doch überlegt? Wie bitte? Also gut, wir wollen die ganze Geschichte vergessen. Du brauchst dich auch nicht zu entschuldigen. Das ist reizend von dir. Ich dachte sowieso nicht daran. Wohin gehst du? Wasser holen. Wozu? Du wolltest doch wegfahren. Jetzt kannst du doch. Warum bleibst du? Um dir Gelegenheit zu geben, mich auf den Knien zu bitten, deine Frau zu werden. Darauf gibt's keine Antwort. Au! Ich habe auch keine erwartet. Werden Sie doch nicht allein gehen lassen sollen. Ach, haben Sie keine Angst um das Mädel, Steffen. Sie kennt den Wilden bestimmt schon länger. Ja? Woher weißt du denn das? Weiblicher Instinkt. Und ich werde es herausbekommen. Was? Ich gehe ihr nach. Was sagen Sie denn dazu, Herr Konsul? Ja, also wenn Marion sagt, dass sie was rausbekommt, dann bekommt sie es auch raus. Davor warne ich Sie, falls Sie mal Ihr Mann sein sollten. Dankeschön. Hm? Neulich hat sie mich mit meiner Sekretärin im Restaurant gesehen. Und was hat sie herausbekommen? Ein Sportcabriolet. Mhm. Wir wollten Sie doch nicht allein lassen. Bei Männern weiß man nie. Das ist nett von Ihnen. Sie wissen gut Bescheid hier. Ich denke, Sie sind erst heute angekommen. Oh, die Insel ist ja nicht groß. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ich habe vorhin den Wilden getroffen. Aha. Eigentlich gefällt er mir gar nicht schlecht. Wenn ich ihn mir so vorstelle, gut angezogen und rasiert, wäre genau mein Typ. Das heißt, vielleicht würde ihm das Zivilisierte gar nicht so gut passen. Oh doch. Ah, Sie haben ihn also schon ohne Bart gesehen? Nein, aber ich könnte ihn mir vorstellen. Außerdem, ob mit oder ohne Bart, Sie haben ja selbst erlebt, wie rabiat er ist, dieser ungehobelte Mensch. Schauen Sie, jetzt nimmt er glatt Ihr Boot weg. Das Boot! Was für ein Boot? Das Boot von Fräulein Holstein, der Kerl hat das geklaut! Das ist doch nicht... Merkwürdig, wie leicht Sie das nehmen. Wieso? Ich nehm's doch gar nicht leicht. Ich weiß doch, dass er zurückkommt. Woher? Er hat doch gar nichts mitgenommen. Seine ganzen Sachen sind noch drüben in der Hütte. Ach, hier gibt's doch eine Hütte? Wie romantisch. Waren Sie schon drin? Ganz kurz. Wie heißt er eigentlich? Lutz oder so ähnlich. Mhm. Und was ist er von Beruf? Ingenieur. Hat was mit Öl zu tun. Schmieriges Geschäft. Entspricht ganz seinem Charakter. In keiner Città wird so viel gestohlen wie bei uns in dem kleinen San Pietro. Warum regst du dich auf? Du kommst doch selbst aus einer Verbrecherfamilie. Verbrecherfamilie. Ich komme aus keiner Verbrecherfamilie, ich komme aus einer Räuberfamilie. Und dazu noch aus Sizilien, das ist ein großer Unterschied. Io capito, dein Onkel Giuliano, der Bandit. Bandit, Bandit, aber ein grande Bandito. Er war immer großzügig und niemals kleinlich zu uns Kindern, nicht wahr, Luigi? Wenn wir 10.000 Lire haben wollten, dann ist er in den Keller gegangen und hat sie selber gedruckt. Ja, das waren noch Räuber. Die hatten noch eine Ehre im Leib, aber diese kleinen Banditen hier, diese kleinen Diebe, ich werde sie zerschlagen. So, und so, und so. Na, nimm diese, die haben schon einen Sprung. So? Mit dir, da möchte ich angehen. Servus, Michael. Servus. Was gibt's? Ich muss dich unbedingt sprechen. Jetzt ausgeschlossen. Kilometer um Kilometer war er auf seiner schwankenden Nussschale umhergeblubbert. Und so stand er nun sinnend vor dem Freund, von dem er sich einen Ausweg aus seiner bitteren Bedrängnis erhoffte. Kennt ihr den alten Baron? Der Herr Baron ist mein Boss. Ich bin seit 4 Wochen schon als Nachtwächter in seinem Schloss. Und das ist ein atemberaubender Job, weil dort so manches passiert. Pünktlich um 12 jede Nacht, da wird's dort musiziert. Wenn der Geistestunden-Tango nachts erklingt im alten Schloss, tanzen Geister und Gespenster und dann geht der Rummel los. Denn der Geistestunden-Tango klingt vom Keller bis zum Dach. Und die ganzen alten Ahnen werden wieder
Na, was willst du denn von mir? Du musst mir einen Gefallen tun. Pass auf. Du und deine Musiker, ihr müsst alle maskiert auf meine Insel kommen. Wozu? Um ein paar Gestalten zu erschrecken, die dort versuchen, meinen Frieden zu stören. Wie willst du das machen? Na, no, das ist ganz einfach. Ihr müsst... Die Unholde in ihren grausam schwarzen Masken hatten ihm den Weg gezeigt, von dem er nun nicht mehr abzubringen war. Wenn der Geist ist in den Tango, nachts erklingt im alten Schloss, tanzen Geister und Gespenste, und dann geht der Rummel los. Denn der Geist ist in den Tango, klingt vom Keller bis zum Dach, und die ganzen alten Ahnen werden wieder wach und machen Krach. Mord? Nein, sie planten keinen Mord, sondern ganz etwas anderes. Mann über kleines Weg, außergewöhnliche Kommissionen, großes Geschäft, Cosa Fortunata, Bene, Bene, Benissimo. Aber Geschäft, Gina, du hast schon lange nicht mehr gesungen, unsere Leute werden unzufrieden. Unzufrieden, unzufrieden, oh Mama Mia, haben Sie nicht genug verdient, die Zanche Mignone? Das sind 3 Wochen her, seit du das letzte Mal den Tango d'Amore gesungen hast. Die Saison hat ja auch gerade erst begonnen. Trotzdem, du musst das beschaffen. Ah, wenn Peppe ist besoffen. Dafür sagst doch du. Guten Abend, Signora. Ich möchte ein Boot mieten. Und zwar, ich melde der Behörde im Voraus für einen Überfall. Für einen Überfall? Es handelt sich nur um einen Scherz. Wir wollen 3 Leute erschrecken. Ah, vielleicht handelt es sich um die 3 von der Isola Piccola. Mit Eisschrank, Plattenspieler und so. Ja, genau, ja. Ich bin aber auch gerne bereit, wegen der Ungewöhnlichkeit des Auftrages die doppelte Miete zu bezahlen. Gut, Sie bekommen der Boot. Dankeschön, danke. Danke vielmals. Mann über kleines Weg, außergewöhnliche Kommission, benissimo, Luigi, ich singe der Lied. Hey, bravissimo, tango d'amore, avanti, 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 presto, presto. Diese Melodie, die vergesse ich nie, sie ist meine Lieblingsmelodie beim Tango d'amore. Das muss man verstehen, beim Tango d'amore ist so manches schon geschehen. Dem Tango d'amore kann keiner entgehen, weil grad bei diesem Lied fast immer was geschieht. Gold und Geld verachte ich, das ist mir längst schon klar, wenn ich auch ein Räubermädchen bin. Tschö, tschö, tschö. Was mich an der Sache lockt, das ist nur die Gefahr, denn mein Onkel war Giuliano. Wenn ich was zum Stehlen sehe, dann erwacht mein Blut, kribbelt's in den Fingerspitzen mich. Sizilianisch, kleptomanisch wird mir gleich zumut und dann singe ich beim Tango d'amore. Ja, das muss man verstehen. Beim Tango d'amore, ach, da ist manches schon geschehen. Mach die Taschen zu, Junge. Dem Tango d'amore kann keiner entgehen, weil grad bei diesem Lied fast immer was geschieht. Cha cha cha. Mag noch jemand Fisch? Ja, ich bitte. Aber nehmen Sie doch erstmal Freund Schleswig von Holstein. Nein, danke. Fische, die dieser Mensch geangelt hat, esse ich nicht. Wieso denn nicht? Der Kerl ist zwar widerlich, aber wenn er Fischhändler wäre, würde ich doch bei ihm kaufen. Ja, die Fische sind aber prima zubereitet. Marion, du sollst auch mal solche Bratfische braten. Gern, Papa. Wenn du sie angelst. Ich? Na, da werden die Fischer mal was zu lachen haben. Unser Doktor kann dir ja dabei helfen. Warum? Sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich den Fisch damals gefangen? Moment, muss mal nachdenken. Auf jeden Fall im Wasser. Ja, das ist ja anzunehmen. Ja, du musst nichts Unmögliches vom Doktor verlangen, nicht? Er fischt heute mal hier und morgen fischt er mal da, nicht? Er kann sich ja nicht alle Fische merken. So einen Fisch müsste er sich eigentlich merken. Ich habe zu Hause eine Kartei, führe über alle Fische Buch. Ja, er ist der geborene Fischer. Oh weh. Er kommt zurück. Tatsächlich? Ich hab's Ihnen ja gesagt. Ja, was machen wir denn jetzt? Gar nichts. Aber er merkt doch bestimmt, dass seine Fische gestohlen sind. Hoffentlich. Ma, nach dem bürgerlichen Strafgesetzbuch haben wir ein etwas kompliziertes Delikt begangen. Mundraub. In diesem Fall nehme ich noch viel kompliziertere Delikte auf mich. Der soll nur kommen. Ihre Schrecklichkeit!
Ihr wisst also Bescheid? Du, Antonio, fährst mit den Musikern auf die Isola Bella. Sie. Während du, Luigi, mit unseren Leuten auf der richtigen Insel auf der Isola Piccola landest, capito? Hey, Bene, was machen wir aber, wenn sie merken, dass Antonio die falsche Insel ansteuert? Oh, ma come, sie sind doch fremd hier. Avanti! Avanti! Avanti. Signori, andiamo, avanti! Komm, wir müssen doch losfahren. Komm, beeilt euch. Los, komm, los. Aber es ist komm, komm. Also los, avanti! Sì, 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 avanti, avanti! Buongiorno, gib mir eine Flasche Grappa, du weißt schon von wem. Ah, von dem dein Mann immer so besoffen ist. Sofort, China. Kommt ihr für diese Hitze das Haus ansehen überhaupt? Da kommt sie noch drüber. Wenn man da nur wüsste, wenn man hineinkommt. Psst, Masken aufsetzen. Wie ihre großen amerikanischen Brüder im Geheimbund der Ku Klux Klan stülpten sie dann die schwarzen Kutten über die stahlgespannten Körper und schlichen blindwütigen Schakalen gleich auf die ahnungslosen Opfer zu. Sollte die Isola Bella ein Schauspiel erleben, von dem die erschreckten Bewohner der Zeltstadt noch Jahre sprechen würden. Kreischende Weiber in höchster Angst, urlaute kämpfender Männer in rasender Wut. Du, da stimmt was nicht. Sherlock kommt mir bekannt vor. Komm ihnen nach, ihnen nach. Komm, da ist euch. Die macht nach, seine Jungs. Lass sie nicht weg. Komm jetzt los. Und jetzt schnell, los, komm. Jetzt kommt er bestimmt nicht mehr zurück. Jetzt können Sie in Ruhe Ihren Abend genießen. Hm. Marion, stell mal einen Plattenspieler an. Warum denn eigentlich? Die Musik war doch ganz schön. Ach, ich möchte die Börsenberichte hören und hier auf dieser dämlichen Insel kriegt man ja nichts herein. Oh, jetzt höre ich was. Moment. Ach, das ist Donner. Ja, über unseren Köpfen scheint sie was zusammenzubrauchen. Wunderbar, dann wäre hier endlich mal was los. Die Tücher vor. So. Langsam. Komm, 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 komm. Schnell. Avanti. Vorsicht. So. Du schneidest ein Loch in das Schlauchboot, das andere nehmen wir mit. Ihr anderen kommt mit mir. Komm, 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 komm. Psst. Besuchst du so später Stunde? Was mögen die Leute wollen? Buonasera, Signore. Kaiser. Silenzio. Sehr angenehm. Ah. Würden Sie vielleicht die Freundlichkeit haben und die Hände in die Höhe nehmen? Was fällt Ihnen ein? Verlassen Sie sofort die Insel. Mal halt, nein doch. Hör. Umdrehen. Herr Michael! Herr Michael! Hilfe! Hilfe! Lassen Sie mich los! Loslassen! Lassen Sie... Großartig machen die Burschen das. In einem Hotel wäre das ja nie passiert, aber es muss in diese blödsinnige Insel sein. Maul halten! Ganz gleich! Avanti, avanti, avanti! Hopp, 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 hopp! Das da nimmt mit! Avanti, 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 avanti! Keiner dreht sich um! Das ist meine letzte Warnung! Nein.
Das hättest du dir alles ersparen können, Santa Barbara. Aber wenn du jetzt tropfnass zurückkommst, dann wird dir ein heißer Tee bestimmt gut tun. Sie sind weg. Na, das war ja eine schöne Situation. Ich wüsste nicht, was uns jetzt noch passieren könnte. Jetzt weiß ich. Und wenn sie zerplatzt, als Vorspeise gibt es Fisch. Herein. Willkommen daheim, Santa Barbara. Du siehst ja aus wie eine gebadete Maus. Ja, was ist denn passiert? Sie sind noch da? Wir wurden überfallen. Aber nein. Sie haben alles verloren, Michael. Ja, weil wir nicht ins Hotel gegangen sind. Also hör endlich auf, Papa. Diese Banditen haben uns völlig ausgeplündert. Zelte, Stühle, Schlafsäcke, alles weg. Alles haben sie mitgenommen. Das Boot, unsere Anzüge, diese. Und ausgerechnet Sie haben sie vergessen? Ich verstehe diese Räuber nicht. Benimm dich doch, Michael. Darf ich Sie höflichst bitten, Platz zu nehmen, wenn Sie können? Vielleicht hier oder hier oder hier oder hier? Es geht nicht. Ich verstehe Ihren Ärger, Herr Lutz. Ein Mann erwartet ein hübsches Mädchen. Und er ist dann natürlich nicht erbaut, wenn sie drei Logiergäste mitbringt. Sie sind eine Frau, die mich versteht. Michael, lassen Sie ihn, Fräulein Holstein. Er spielt uns wenigstens keine Komödie vor. Es ist zwar nicht meine Sache, aber mir war von Anfang an klar, dass Sie beide, wie soll ich mich ausdrücken, ein Liebespaar sind. Vielleicht sogar ein Ehepaar. Ein Ehepaar? Ich und verheiratet mit dem? Mit diesem Egoisten? Niemals. Nie! Diese Insel hier hat mir die Augen geöffnet. Mir auch. Wir hätten doch in ein Hotel gehen sollen. La, 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 la. Die Wege der Liebe sind wunderbar. Wunderbar, denn sie führen mich zu dir. Der Himmel der Liebe ist sternenklar, denn du bist ja bei mir. Lass mich niemals mehr allein, ich möchte immer bei dir sein. Du gehörst fürs ganze Leben zu mir. Scheiße. So ein Blödsinn. Herren- und Damenabteil, nicht? Wir verschwenden die Decken, wo wir sowieso keine haben. Ich finde, wir hätten nicht zulassen dürfen, dass Herr Lutz im Freien schläft. Na, hören Sie, wir können ja nicht verlangen, dass die Damen draußen im Freien schlafen, ne? Aber wir Männer hätten doch immerhin... Abkühlung wird ihm nur gut tun. Versprechen Sie sich etwas davon? Sie werden doch nicht glauben, dass ein Mann wie er morgen früh reumütig zurückkommt. Was heißt hier ein Mann wie er? Er ist immerhin ein männlicher Typ. Oh, männlicher Typ. Wenn er wirklich so ein männlicher Typ ist, warum ist er da nicht auf meine Hilferufe gekommen? Er muss sie doch gehört haben, dieser Flegel. Und trotzdem hat er Ihnen gefallen. Hat. Aber das ist nun vorbei und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Haben Sie eine Zigarette für mich? Ich rauche nicht. Dann werde ich vielleicht Herrn Lutz fragen. Aber lassen Sie doch das Fräulein machen. Das kann ich doch für Sie erledigen, nein? Danke, bemühen Sie sich nicht. Aber, Herr Konsul, wie finden Sie denn, dass das Fräulein Mario mitten in der Nacht zu einem fremden Mann geht? Ich finde es überhaupt nicht richtig, dass ein Mädchen ständig raucht. Herr Lutz? Was? Hä? Ach, Sie sind das. Haben Sie jemand anderen erwartet? Sie sind mich gleich wieder los, wenn Sie mir Feuer geben. Feuer? Und eine Zigarette, bitte. Ach, Sie haben nur den Mund mitgebracht. Ich habe leider keine Zigaretten. Darf ich Ihnen eine anbieten? Das sind ja meine. Das ist ja auch Ihr Mantel. Stört Sie das? Sie werden sich erkälten. Gute Nacht. Es ist wohl ein schrecklicher Gedanke für Sie, dass Sie jetzt tagelang unseren Anblick ertragen müssen. Sie irren sich, mein Fräulein. Ich werde Sie morgen früh mit meinem Schlauchboot nach San Pietro bringen. Und jetzt gehen Sie schnell schlafen. Es geht zeitig los. Sie sind zu liebenswürdig. Und vielen Dank noch für die freundliche Überlassung Ihrer Liegematratze. Bitte sehr.
und schlafen Sie gut. Das kann ja eine heitere Nacht werden, nicht? Und wem verdanken wir das alles? Meinen fürsorglichen Fräulein Tochter. Sie dürfen Fräulein Major nicht Unrecht tun. Sie hat's doch gut gemeint. Außerdem für den Überfall kann sie doch wirklich nichts. Danke, Doktor. Ich sehe, die Kavaliere sind doch noch nicht ganz ausgestorben. Zigarette? Fang doch bloß nicht an, die Luft hier zu verpesten, ja? Ihr Herr Papa hat recht, wirklich. Ich habe eine gute Nachricht für uns alle. Herr Lutz fährt uns morgen früh mit seinem Schlauchboot zur Küste. Schlauchboot? Ehe ich in so ein Schlauchboot steige, verhungere ich lieber auf dieser Insel. Beruhigen Sie sich, Herr Konsul. Herr Lutz wird mich hinüberfahren, dann schicke ich Ihnen ein richtiges Boot. Das ist aber furchtbar nett von Ihnen. Vielen Dank. Sie wollen weg? So schnell wie möglich. Ich wüsste nicht, was mich hier noch halten könnte. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Was, Sie sind schon auf? Es ist doch erst 4 Uhr. Ich wollte Ihnen nur Ihre Badehose bringen. Wer braucht denn hier eine Badehose? Nein, bitte nicht. Warten Sie doch wenigstens, bis ich weg bin. Ja, warum denn? Sie können unbesorgt die Augen offen lassen. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich gegen mich, Herr Lutz? Gar nichts, ganz im Gegenteil. Ich finde Sie sogar ganz besonders bezaubernd. So? Ja. Dann verstehen Sie es aber sehr gut, sich zu verstellen. Ja, natürlich. Gott sei Dank. Es wäre Ihnen doch sicher sehr peinlich, wenn ich in Gegenwart Ihres Verlobten Sie so offensichtlich bezaubernd finden würde. Ich bin nicht mit Herrn Steffen verlobt. Ach. Aber vielleicht stört Sie die Gegenwart von Fräulein Holstein. Ich wüsste nicht, warum. Aber jetzt ist niemand hier, ja, um festzustellen, ja, was mit Ihrem Schlauchboot passiert ist. Ach, warum? Was soll denn damit passiert sein? Ich glaube, es ist verschwunden. Gott sei Dank, es ist nur abgesoffen. Zerschnitten. Verdammte Schweinerei. Wer kann denn das bloß gewesen sein? Jemand, der das größte Interesse hat, unter allen Umständen auf der Insel zu bleiben. Meinen Sie etwa mich? Nein, ganz im Gegenteil, jemand ganz anderen. Aber die betreffende Person, die kann jetzt was erleben. Morgen. Morgen. Wo ist der Marion? Hier jedenfalls nicht. Sie holt Brötchen. Der Marion ist nicht da. Moment. Gott sei Dank, wir hatten schon geglaubt. Einer der Räuber hätte Sie entführt. Und jetzt sind Sie enttäuscht, dass ich noch da bin, ja? Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie bleiben, solange Sie wollen. Was, bleiben? Wir fahren sofort zu diesem Hotel. Irrtum, Paps. Das Schlauchboot ist kaputt. Irgendjemand hat ein Loch hineingeschnitten. Boshafte Sachbeschädigung, nicht nur ein Delikt, sondern in vorliegender Situation noch eine Katastrophe. Nur keine Aufregung, meine Herrschaften. Schließlich kann man ein Schlauchboot auch reparieren. Womit denn? Mit Leukoplast. Was wollen Sie? Sie wollen eine Anzeige machen wegen einem Raubüberfall auf der Isola Bella, hä? Und was wurde Ihnen geraubt? Niente. Dann berichten Sie von einer Riesenschlägerei. Und wer wurde geschlagen? Die angeblichen Banditen. Mama Aber Mia. Einen der Banditen habe ich doch erkannt. Wie heißt er? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ihn hier einmal gesehen. Wann? Das weiß ich nicht. Und wo wohnt er? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Was wissen Sie? Sie wissen gar nichts. Und wenn Sie nichts wissen, dann können Sie auch keine Anzeige machen. Basta. Entschuldigen Sie, ich dachte wegen ein paar solcher Strolche. Solche Strolche, oh Mama mia, mi scusi, es wird ein Scherz gewesen sein. Arrivederci. Entschuldigen Sie, Arrivederla. Guten Tag. Pepe, Pepe, schon wieder etwas vorgefallen. Ein Raubüberfall auf der Isola Bella, eh? Wann, während du hier gelegen bist und geschlafen hast und besoffen warst? Marion, warum hast du kein Leukoplast besorgt? Jedes Kind weiß, dass Leukoplast das Wichtigste bei der Campingausrüstung ist. Nicht einmal der Camping-Champion Steffen hat an Leukoplast gedacht. Ja, selbst wenn ich daran gedacht hätte, wäre es jetzt zwecklos, denn die Räuber hätten es bereits entführt. Ach, Sie mit Ihrer Logik, Sie machen mich ganz krank. Verdammte Räuberwirtschaft, das kann sich doch nicht plötzlich in Luft aufgelöst haben. Mich schrei bitte nicht an. Ich habe das Leukoplast vorgestern in den Verbandskasten gelegt. Und gestern hast du es wieder herausgenommen. Eben nicht. So. So. Dann haben wohl die Heinzelmännchen deine Angelrute repariert. Ich habe das Leukoplast vorgestern in den... Diese ewige Rechthaberei ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd. Ich helfe suchen. So, nachdem der Fall Leukoplast geklärt erscheint, wäre ich jetzt für ein kleines Mittagessen.
Wobei ich das Wörtchen, die Vokabel klein, nicht unbedingt wörtlich zu nehmen bitte, nicht? Es entwickelt sich alles recht unerfreulich. Ja, mein Magen knurrt bereits wie ein alter Kettenhund. Nein, das meine ich nicht. Ich habe gedacht, wenn ich hier mit Marion auf einer Insel sein würde, dann... Aber die wirft sich den Lutz direkt an den Hals. Ich an ihrer Stelle würde nicht so viel reden, sondern handeln, hä? Sie tun ja nichts. Sie schauen zu, wie sich die Sache entwickelt. Na ja, aber mit Missvergnügen, Herr Konsul. Mit Missvergnügen. Ach, hier ist es auch nicht. Eigenartig, was? Ach, Sie glauben, dass das Verschwinden des Leukoplasts genauso wenig ein Zufall ist wie die Zerstörung des Schlauchboots? Mhm. Zuerst habe ich geglaubt, die Räuber hätten das alles auf dem Gewissen. Da kennen Sie meine... Ich meine Räuber schlecht. Wieso Ihre Räuber? Sagte ich meine Räuber? Ja, Sie haben gesagt, meine Räuber. Also, das verstehe ich nicht. Aber es wäre psychologisch interessant. Warum sagte ich meine Räuber? Warum schauen Sie mich denn so an? Weil ich einen Augenblick lang geglaubt habe, Sie hätten etwas mit dem Überfall zu tun. Ich? Das ist gut. Sie sind kurz vor dem Überfall nach San Pietro gefahren. Vielleicht haben Sie dort ein paar Räuberchen engagiert, um uns loszuwerden. Sie sind ein kluges Kind. Gut, nehmen wir mal an, es war so. Dann hätten mich die Räuber ja ganz schön reingelegt, denn ich bin sie ja gar nicht losgeworden. Und darüber sind Sie sehr unglücklich? Im Gegenteil. Aber jetzt Schluss mit der idiotischen Sucherei. Ja, was machen wir denn? Wir werden uns jetzt einen herrlichen Fisch fangen. Fürs Mittagessen. Wenn der Geist der Stunden Tango nachts erklingt im alten Schloss, tanzen Geister und Gespenster. Dort sind sie ja. Wer? Na, die Banditen. Wo? Ja, die Musiker. Polizei! Polizei! Die haben uns gestern überfallen! Polizei! Vom Polizei! Bis zum Dach. Ecco. Jetzt bin ich wieder bei mir. Es wird doch höchste Zeit. Wenn der Präfekt von dem Überfall auf der Isola erfährt, sind wir erledigt. Wir müssen ihn wieder vertuschen. Kommandante, Kommandante! Was ist denn nun schon wieder los? Die Räuber sind gefangen. Es sind die Musiker von Bella Vista. Was? Einsperren! Alle einsperren! Jetzt werde ich dem Präfekt zeigen, was ein richtiger Polizeikommandant ist. Ich finde das reichlich geschmacklos. Dann schauen Sie doch nicht hin. Das ist leicht gesagt. Sie werden ja sicher gemerkt haben, dass mir Fräulein Marion nicht gleichgültig ist. Ich habe diesen Burschen unterschätzt, gewaltig unterschätzt. Und ich ihr Fräulein Marion. Ich hätte nie geglaubt, dass sie so rücksichtslos sein könnte. Rücksichtslos, das ist das richtige Wort. Aber wir beide sind in der Entwicklung dieser Dinge nicht unschuldig. Ich, weil ich nichts dagegen unternehme, und Sie, weil Sie die ganze Zeit so getan haben, als ob dieser Herr Lutz für Sie erledigt wäre. Das ist er auch, erledigt. Und ich habe nicht die Absicht, mir dieses Theater noch länger mit anzusehen. Ich habe erlaubt, einen kleinen Rest eher verdirbt, nicht? Sind das die ganzen Essvorräte? In der Kiste sind noch mehr. Oh, in der Kiste! Oh, ja! Oh, ja! Kaisers Eiernudeln, nicht? Oh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt Tage und Wochen lang... Vielleicht sind Sie damit besser zu genießen. Tomatenmark, ja, danke, vielen Dank. Wo ist denn Marion? Na, Sie sind doch Konsul, Herr Vater. Ich meine natürlich, Sie sind doch Vater, Herr Konsul. Sie müssen doch wissen, wo Ihre Tochter steckt. Ach, ich muss jetzt endlich mal was essen und Sie sehen auch schon ganz unterernährt aus. Ja, Tomatenmark habe ich, Nudeln habe ich auch. Jetzt müsste ich noch eine Angel haben. Wieso Angel? Können Sie denn angeln? Ja. Haben Sie schon mal geangelt? Ach, oft. Einmal. Ich war 6 Jahre alt, nicht? Da habe ich 5 Stunden gesessen. 5 Stunden und habe geangelt und kein Fisch hat angebissen. Habe ich da die Angel genommen und wie so eine Peitsche so durch die Luft rumsausen lassen. Warum denn durch die Luft? Na, ich dachte, vielleicht beißt ein Vogel an. Ah ja. Das Leukoplast. So ein Biest. Na? Schmeckt es nicht? Nein, ganz ausgezeichnet, nur anders als gewöhnlich. Ach, ich koche wohl nicht so gut wie gewisse andere Personen. Besser, viel besser, nur eben ganz anders. Das lag nicht an Ihnen, das lag am Fisch. Und Kaffee? Kaffee auch noch? Sehr richtig, Kaffee verdirbt den köstlichen Nachgeschmack des köstlichen Fisches. Kann ich dich einen Moment sprechen, Michael? Ich wüsste zwar nicht warum, aber ich höre. Erst, wenn Fräulein Kaiser gegangen ist.
Moment! Ach, es handelt sich also um mich. Ja. Gut, reden Sie ruhig weiter. Ich bin nicht empfindlich. Oh, das habe ich gemerkt. Was fällt Ihnen überhaupt ein, sich in Dinge zu mischen, die Sie gar nichts angehen? Du wolltest mich sprechen, also bitte höre auf, Fräulein Marion anzupöbeln. Sie hat damit angefangen, nicht ich. Dein Fräulein Marion weiß ganz genau, warum sie dich keinen Augenblick mehr allein lässt. Ich wollte etwas Wichtiges mit dir besprechen, aber es ist geschmacklos genug, um... So, jetzt ist es aber genug. Ich verbitte mir diesen Ton Fräulein Marion gegenüber. Kommen Sie, Sie haben es nicht nötig, sich in dieser Weise beleidigen zu lassen. Meine Nudeln scheinen hier aus Draht zu sein. Ja. Machen Sie mal die Dose da auf. Alles gut. Findest du nicht, dass es deine Sache wäre, das Kochen, was? Kümmere dich doch nicht immer ums Essen, Papa. Mein Gott, Dr. Steffi, Sie sehen ja aus wie ein Hummer mit Tomatensauce. Darüber lachen Sie noch! Entschuldigen Sie, Doktor, aber ich finde Sie komisch. Und ich finde es traurig, ehrlich traurig. Ich finde es empörend, wie Sie uns zum Spielball Ihrer Launen machen, nur weil Ihnen ein billiger Flirt wichtiger erscheint als alles andere. Erst schleppen Sie Ihren Vater hierher angeblich, weil Sie um seine Gesundheit besorgt sind, und dann lassen Sie ihn verhungern, während Sie für andere... Was erlauben Sie sich? In welchem Ton sprechen Sie mit mir? In dem einzig richtigen Ton, der mir für Sie angebracht erscheint. In dem einzig richtigen. Ihr Herr Vater hat nämlich leider in seiner Erziehung etwas versäumt. Sich einen Rohrstock zu besorgen, um ihn da zu verwenden, wo er für Sie angebracht wäre. Also das ist die Höhe. Und du hörst dir das alles ruhig an und rührst dabei im Kopf herum. Ja, wo soll ich denn sonst rühren? Na schön, dann werde ich eben Herrn Lutz bitten müssen, mich gegen derartige Rüpeleien zu schützen. Ja, tun Sie das. Ich bitte Sie sogar darum. Vielleicht wird ihm das die Augen über Sie öffnen. Mensch, Doktor, das war ja großartig, wie Sie Ihren Marsch geblasen haben. Naja, ich musste es tun. Ich wollte natürlich nicht Ihre Erziehungsmethode. Ach Quatsch, das war doch ganz richtig. Das wollte ich schon längst tun, das ist mir noch nicht eingefallen. Also ich muss schon sagen, diese Energie hätte ich Ihnen nie zugetraut. Danke. Bitte. Darf ich mich schnell waschen? Bitte. Herr Doktor, das hätte ich Ihnen ja gar nicht zugetraut. Ich auch nicht, aber das ist ja vielleicht gerade der Fehler. Interessant. Darüber müssten wir uns eigentlich mal unterhalten. Wie Sie meinen. Wie wäre es heute gegen Mitternacht in der kleinen Bucht? Ich erwarte Sie ganz bestimmt. Ich habe ausdrücklich Isola Piccola gesagt. Und außerdem war das Ganze nur ein Scherz. Ein Scherz. Sie haben Isola Bella gesagt. Und solche Scherze versteht der Gesetz nicht. Aber ich werde Sie herauslassen, heute Nacht. Und dann verschwinden Sie so schnell wie möglich aus dem Lande. Capito? Capito. Na, endlich. Hat sie jemand gesehen? Nein, aber ich möchte klarstellen, dass ich korrekterweise nur gekommen bin, weil ich der von Ihnen einseitig getroffenen Verabredung für dieses Rendezvous nicht widersprochen habe und Sie in dem Glauben ließ, ich wäre einverstanden. Die juristische Details ist später noch Zeit, jetzt müssen wir handeln. Aber Sie missverstehen mich, Fräulein Holstein, wirklich. Ich bin nur gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich Ihr freundliches Angebot ablehnen muss, das leider. Das ist doch lächerlich. Sie sind genau der Mann, den ich jetzt brauche. Sie täuschen sich in mir, wirklich. Na, sowas spürt man doch in den Fingerspitzen. Kommen Sie. Ich kann meinen Gefühlen keinen Zwang antun. Aber von Gefühlen ist doch hier gar keine Rede. Fräulein Holstein, ich bin im höchsten Grade entsetzt. Warum? Ist denn das so schlimm, wenn wir beide... Ja, ich finde es schlimm, sehr schlimm. Dass wir zusammen nach San Pietro fahren? Ach so. Aber Sie sagten doch gar nicht, wer ein Mann, den Sie jetzt brauchen. Natürlich, um der Polizei eine juristisch einwandfreie Meldung zu machen. Und außerdem müssen Sie dem Herrn Konsul und seiner Tochter helfen. Ja, da haben Sie recht, sagen wirklich. Sagen Sie mal, was dachten Sie denn eigentlich, was ich mit Ihnen vorhätte? Oh, nichts. Wirklich nichts. Kommen Sie, ziehen Sie das an, Sie frieren ja. Es widerstritt mir eigentlich, ein Kleidungsstück dieses Herrn anzuziehen, aber... Ja, das kann ich verstehen, aber immerhin noch besser, als tiefgekühlt in San Pietro einzutreffen. Da haben Sie auch wieder recht. Was ist denn los? Los, machen Sie auf! Warum? Gibt's Frühstück? Ihr sauberer Herr Syndikus ist mit Fräulein Holstein und meinem Boot davongefahren, falls Sie das interessiert. Bravo, tüchtiger Bursch, habe ich schon immer gesagt. Wieso denn? Das Boot ist doch kaputt. Offenbar hat sich das Leukoplast doch gefunden. Tatsächlich. Diese Bestie. Ach so, Sie haben das verschwinden lassen. Na und? Es war Ihnen doch sicher sehr angenehm, oder nicht? Mein liebes Fräulein, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Hört doch auf mit diesem Wortgeplänkel. Die Hauptsache ist, dass die beiden unterwegs sind und so einen Haufen Lebensmittel mitbringen. Ich habe ein direktes Gelüst auf ein frisches Brötchen, ein bisschen Schinken drauf und ein... Was ist denn daran so komisch? Unser junges Paar kommt nämlich nicht bis San Pietro. Warum nicht?
Weil in dem Tank kaum mehr ein Tropfen Benzin ist. Also nichts mit den frischen Brötchen. In spätestens einer halben Stunde sind die zurück. Sie wollen wirklich morgen nach Hause zurückfahren? Ja. Einerseits finde ich natürlich sehr gut, aber andererseits, ich meine, warum wollen Sie so schnell aufgeben? Ich wollte eine Entscheidung herbeiführen und jetzt habe ich sie. Na ja, ja. Oh, was bedeutet das? Ja, wie soll ich denn das wissen? Moment mal. Na ja, Sprit ist alle. Müssen wir umkehren. Auf keinen Fall. Hier. Wir werden nach San Pietro fahren und wenn es bis morgen früh dauert. Na ja, müssen wir hier auch noch Und während die Schiffbrüchigen mit letzter Kraft... Ach, du bist wohl verrückt. Jetzt, wo es gerade so spannend wird. Leise schlug es 12. Jetzt konnte Gina zeigen, dass das Blut des großen Banditen in ihren Adern floss. Sheila? Ja? Was hast du denn? Ich wollte nur der Tür aufmachen, es ist so heiß. Ja. Das Glück ihrer jungen Ehe setzte sie aufs Spiel, um das Opfer ihrer verbrecherischen Leidenschaft wieder freizulassen. Wir werden doch umkehren sollen. Weiter. Weiter, bitte weiter. Noch einmal versuchte sie das tollkühne Wagnis. Gina, was hast du denn schon wieder? Ich wollte nur der Türe zumachen, es zieht. Aber dem treulich angetrauten Gatten entging nicht die leiseste Regung seines geliebten Rehleins. Und so nahte das Verhängnis mit Riesenschritten. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich werde diese Nacht mit Ihnen niemals vergessen. Ich auch nicht, aber bitte, bitte lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Kommen Sie mit mir zur Polizei. Oh nein, ich will damit nichts zu tun haben. Doch, es wird gut sein, wenn Sie meine Anzeige als Zeuge bestätigen. Der juridische Vorteil eines Tatzeugen. Ja, ja, also schön, gehen wir zur Polizei. Ja. Gina! Was ist denn los? Es hat geklingelt. Ich wollte eben sehen, wer es ist. Was wollen Sie hier so früh am Morgen? Es handelt sich um einen Raubüberfall. Scusate, aber die Polizei öffnet erst um 8. Raubüberfall, Maskierte, kommen Sie herein. Avanti. Gina. Ich sage dir, diese beiden Überfälle hängen zusammen. Das ist eine Bande, aber ich werde sie entlarven. Pepe, reg dich nicht auf, trink einen Schluck. Nein, ich trinke nicht. Einmal bin ich nüchtern und da werde ich zeigen, was ich kann. Anselmo, den Banditen vorführen. Avanti! Presto! Entschuldigen Sie die frühe Störung. Gegenüberstellung. Ja. Capito! Wann war dieser Überfall? Vorgestern Abend auf der Isola Piccola. Ah, da ist der Bandit. Bob? Barbara. Silencio! Bitte, Sie kennen einander? Silencio! Das gilt auch für dich! Woher kennen Sie diesen Mann? Er ist ein Freund von Michael Lutz. Und wer ist Michael Lutz? Ja, Michael Lutz ist ein Freund von mir, für den ich den Überfall gemacht habe. Du? Das ist doch nicht möglich. Sie geben also zu, im Auftrag eines gewissen Michael Lutz einen Überfall gemacht zu haben. Ja, Ihre Frau hat... Pepe, komm, trink noch einen Schluck. Nein, ich trinke nicht. Was hast du mit dem Überfall zu tun? Aber er hat der Bot bei mir gemietet. Er hat gesagt, das wäre nur ein Scherz. Ja, ein schöner Scherz. Verzeihen Sie... Wer sind Sie? Dr. Steffen, auch ich wurde überfallen. Und diesen Mann erkennen Sie ihn? Nein. Aber Sie müssen ihn erkennen. Er ist der Räuber. Nein, ich kenne ihn nicht. Entschuldigen Sie bitte, aber... Momento. Da stimmt doch etwas nicht. Ihr Passaporti, prego. Ja, bitte. Michael Lutz. Sie sind der Anstifter. Nein, das ist nicht Herr Lutz. Wer denn? Dr. Steffen. Wer sind Sie? Das ist die Bekannte von Herrn Lutz. Dem Anstifter? Ja. Und wo ist der verfluchte Lutz? Auf der Isola Piccola. Abführen! Alle drei! Einsperren! Alle sind verdächtig! Avanti! Pepe, che fai! Das wirst du gleich sehen. Hallo? Ja, hier Kommandantura San Pietro. Bitte richten Sie seine Exzellenz, den Herrn Präfekt, aus. Ich bin eben im Begriffe, den größten Kriminalfall der Geschichte zu lösen. Sie,
Ich werde laufend berichten. Grazie, va bene. So, und jetzt fange ich den Räuber. Anselmo, Valentino, Giuliamo, andiamo, avanti, presto, subito, porca miseria. Maria, hier ist Gina. Bitte lauf ganz schnell zu Luci. Presto, presto. Sag ihm, er soll kommen sofort. Pepe, fahr zur Isola Piccola. Keine Spur von dem Boot zu sehen. Es wird denen doch nichts passiert sein. Ach, Sie sind aber sehr besorgt um diese Person. Es handelt sich nicht um diese Person, sondern darum, dass es mir äußerst peinlich wäre, wenn ausgerechnet in meinem Boot... Ach, Sie sind also nur besorgt um Ihr Boot. Wenn Sie das Leukoplast nicht versteckt hätten, dann wäre das alles gar nicht passiert. Und jetzt bin ich vielleicht noch an allem schuld. Ach, hol Sie doch, der Teufel. Hast du was gefangen, Papa? Einen alten Wecker. Wenn ich bedenke, dass früher ganze Völkerstämme vom Fischfang gelebt haben... Ach, ärgere dich doch nicht, Papa. Dieser Schmalfilm. Tarzan hat's auch nicht an einem Tag gelernt. Schau, da! Moment, Moment! Halt, schnell! Oh. Hier, eine alte Pfanne und einen alten Wecker und eine Pfanne, nicht wahr? Na, weißt du also. Ich höre jetzt lieber auf. Oh, warum denn? Ich glaube, da unten wohnt einer. Hallo! Hallo, Sie kommen! Willkommen, Herr General. Ich vermute, Sie bringen uns was zu essen mit. Silenzio! Sie sind Michael Lutz? Keineswegs. Dann sind Sie es. Erraten. Die Späße werden Ihnen vergehen. Andiamo, festnehmen, abführen, pronto. Hey, was fällt Ihnen denn ein? Los. Wird Sie teuer zu stehen kommen. Andiamo. Können Sie mir vielleicht verraten, warum Sie mich verhaften? Herr General, Sie können es nicht auf der Insel lassen. Nehmen Sie es doch mit. Scusate, auf meiner Polizeiboot ist kein Vergnügungsdampfer. Wer redet denn von Vergnügen? Sie können uns doch hier nicht verhungern Komm lassen. Mit, die Polizei, dein Freund und Helfer. Herunter, hier wird kein Zivilist mitgenommen. Ja, und den da, bitte den da. Warum hat der eine bevorzugte Berechtigung? Hä? Der Mann ist verhaftet. Ja, bitte, verhaften Sie mich auch. Bitte, bitte. Hm, ich habe keinen Grund. So, werden Sie gleich einen haben. Wie wär's denn mit Beamtenbeleidigung? Sie? Na, so. Sie alberne Flasche. Ha! Arrete! Verhaften! Pronto! Bitte, das Berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten, ja? Ich gehe von selbst. Marion, sieh zu, dass du auch mitkommst, ne? Jawohl, Papa. Arsch! Arrete! Verhaften! Pronto! Andiamo! Subito! Mamma mia! Porca miseria! Ich kann Sie nicht herauslassen. Mein Mann hat der Schlüssel mitgenommen. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin ja unschuldig. Das werden Sie mir noch büßen. Nicht aufregen, nicht aufregen. Ich werde Sie schon herauslassen. Schon in meinem eigenen Interesse. Komm her, komm her. Ich habe folgendes Bild. Retornato, avanti! Si. Avanti, avanti! Tango d'amore! Tango d'amore! Tango d'amore! Tango d'amore! Komm, komm, schnell! Avanti, avanti! So. Bleib hier, Papa! Signor, ich habe den Fall bereits gelöst. Restlos. Ecco. Seine Exzellenz, der Präfekt, kommen persönlich. In einer halben Stunde. Aber bene. Grazie. Mille, mille grazie. Hast du gehört, Gina? Seine Exzellenz, der Präfekt, kommen persönlich. Ja, das habe ich erwartet. Anselmo! Draußen Posten aufziehen. Subito!
damit keiner von diesen verdächtigen Personen verschwinden kann, bevor seine Exzellenz der Herr Präfekt kommt. Sagen Sie mal, Sie kleiner Napoleon, wie ist denn das eigentlich mit dem Essen? Sie sind verhaftet. Ja, schön. Aber deswegen habe ich Anspruch auf Wasser und Brot. Silencio! Herr Dr. Steffen. Ja? Wozu zahle ich Ihnen ein fürstliches Gehalt für juristische Beratung, wenn Sie mir nicht einmal das mir zustehende Wasser und Brot verschaffen können? Silencio! Sitzen! Den Angeklagten ist es verboten, miteinander zu sprechen. Ich erhebe Einspruch. Was? Einspruch gegen die Bezeichnung die Angeklagten. Wer ist hier wessen angeklagt? Wer wie was wessen? Was hat bitte diese Dame verbrochen? Oh, Mamma Mia, sie hat mich geohrfeigt. Ja, weil er mir einen zweideutigen Antrag gemacht hat. Ich? Missbrauch der Amtsgewalt. Bestehen Sie auf Anklage? Was hast du gemacht, du albernes Quatsch? Niente. Was ist bitte das Delikt dieses Herrn? Beamtenbeleidigung. Was haben Sie zu ihm gesagt? Die alberne Flasche. Nachdem auch Ihre Frau Sie so bezeichnet, handelt es sich ja nicht um eine Beleidigung, sondern um die Feststellung einer Tatsache. Ihr Mann ist doch eine alberne Flasche, ja oder nein? Na, exakt. Danke, das genügt. Sie werden mich nicht daran hindern, diesen Kriminalfall zu lösen. Im Gegenteil, ich werde Ihnen sogar dabei helfen. Grazie, ich weiß bereits alles. Diese beiden Überfälle hängen nämlich zusammen. Diesmal haben Sie ausnahmsweise recht. Bitte, Herr Stewart, schildern Sie uns ganz genau die Hintergründe Ihres sogenannten Überfalls. Nein. Wie ein weitwund geschossenes Tier stöhnte sie auf, während der, dem nichts anderes vorzuwerfen war als seine übergroße Liebe, gläubigen Herzens der Befreiung harrte. Somit wäre Überfall Nummer 1 geklärt. Wollen Sie diesen Mann verurteilen, weil er einem Freund zuliebe einen Jux-Überfall inszenierte? Oder wollen Sie Herrn Lutz verurteilen, weil er aus übergroßer Liebe seinen Freund dazu angestiftet hat? Übergroße Liebe? Jawohl, und an Ihrer Stelle würde ich nämlich ganz klein und still sein, denn wenn in dieser Sache jemand zu verurteilen ist, dann Sie. Einzig und allein Sie. Ich? Was fällt Ihnen denn ein, Herr Doktor? Sie haben Herrn Lutz zu diesem etwas abwegigen Einfall getrieben. Hätten Sie, statt sich dickköpfig zu verschanzen, rechtzeitig eingesehen, dass Sie sehr geliebt werden, dann wäre Ihnen das alles erspart geblieben. Bravo, Steffen, das hätte ich Ihnen nie zugetraut. Aber diese Dinge entziehen sich dem bürgerlichen Strafrecht, das hat jeder mit sich selbst abzumachen. Maledetto, Sie werden mich nicht blöd machen. Die beiden Überfälle haben miteinander etwas zu tun. Eben wollte ich darauf zu sprechen kommen. Eine Person, die nicht direkt an dem Jux-Überfall beteiligt war, wusste davon. Sie schickte Herrn Stewart auf die falsche Insel und die richtigen Räuber auf die Isola Piccola. Sie glauben doch nicht, dass ich... Diese Person, bleiben wir zunächst bei dieser Bezeichnung, wurde heute von mir in vertrautem Gespräch mit dem Mann gesehen, der den Überfall auf uns machte. Diese Person wird nun einwenden, dass gar kein Raubüberfall verübt wurde. Na, hören Sie mal, unsere gesamte Ausrüstung ist weg. Nein! Sie ist hier. Wow, was? Das ist wieso? Ja, oh, da steht ja alles rum und so geordnet alles. Ecco. Dann hat sich also dieser Fall auch aufgeklärt. Erheben Sie noch Anspruch wegen gestohlen? Ach, im Gegenteil. Ich war froh, wie das Zeug verschwunden ist. Oh. Ja. Na, schönen Dank. Ja. Arrivederci. Ja, arrivederci. Auf wie. Doktorchen, geh essen. Augenblick noch. Momento. Ich habe versprochen, diesen Fall hier zu lösen. Sie, erst will ich wissen, diese Person. Wenn ich weiß, diese Person, habe ich auch den Verantwortlichen für alle anderen Überfälle. Capito? Diese Person ist die einzige, die aus dem letzten Raubzug Diebsbeute behalten hat. Das ist doch ihr Eigentum. Naturalmente. Ne? Eigenartig, dass der Apparat einen Farbspritzer hat, der haargenau mit dem Nagellack von Fräulein Kaiser übereinstimmt. Capito? Gina! Mamma mia! Und jeden Augenblick muss der Präfekt kommen. Oh, er wird nicht kommen, der Herr Präfekt. Wie? Kommandantur. Jawohl. Der Präfekt kommt nicht. Sein Auto ist gestohlen worden. Sie. Gina! Bring mir was zu trinken. Michael! Michael! Ja! Ja! Barbara! Michael, ich komme zwar nicht auf den Knien zu dir, aber... Aber Barbara, das brauchst du doch nicht. Aber ich will dir trotzdem sagen... Ich wäre längst zu dir gekommen, wenn die mich nicht eingesperrt hätten. Du hast recht gehabt. Nein, du hattest recht. Doch, du hast ganz recht gehabt. Nein, du hattest vollkommen recht. Und es ist bestimmt viel gescheiter, wenn... Und ob das gescheiter ist? Wenn wir es so lassen wie bisher. Nein, so einfach sollst du es nicht mehr haben. Wir werden heiraten. Auf einen Ring mehr oder weniger kommt es mir nicht an. Als im nächsten Jahr die Ferienzeit mit Riesenschritten herannahte, da hatte das wundersame Erlebnis des vergangenen Sommers das Gemüt Kaisers seltsam verändert. Verstehe ich nicht. Da habe ich ja das falsche Buch erwischt. Ist ja gar kein Krimi. Ja, mein lieber Schwiegersohn, der Herr Doktor. Na, was ist?
Ja, wie ich mich fühle? Na, großartig. Das ist die richtige Ferien für mich. Ja. Na ja, nee. Und was machst du? Rate mal. Aber trotzdem. Schön. Sehr schön. Forelle blau, Forelle gegrillt, mit Buttersoße, Senfsoße, Kräutersoße, mit und ohne Soße. Herrlich. Wenn du mal einen oder zwei Tage nicht angeln würdest, dann... Nicht angeln? Deswegen sind wir doch da. Natürlich, aber vielleicht würdest du dann bemerken, dass du mit deiner Frau hier bist. Ja, bemerke ich das denn nicht, sobald die Dämmerung hereinbricht? Michael. Ja? Es wird dunkel. Ach ja, du hast recht. Wunderschön. Und die Interpol und ich den Alkohol. Prost!